gut 40% Kursplus der deutschen Börseaktie in nur einem Jahr. Rechtfertigen die 2019er Zahlen diese Performance? Fragen wir Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau Jahr. Ja, Rekordgewinn, mehr Erlöse, auch höhere Kosten. Ein positiver Ausblick, im Großen und Ganzen haben die Zahlen, die Erwartungen getroffen. Wovon hat die Börse besonders profitiert? Wir beide standen ja schon oft hier und haben darüber gesprochen, die Volatilität war niedrig 2019, die Zinsen waren niedrig, was selbst auf einen Börsenbetreiber in bestimmten Geschäftsfeldern ja durchschlägt. Das stimmt, ja. Also die deutsche Börse hat aber trotzdem relativ gut verdient, was sie aber meistens dadurch ausgeglichen hat, dass an der Börse es auch mal ab und zu gerumpelt hat. Ganz klar kann man sagen, dass der Brexit oder die Brexit-Vor- und Nachwehen auch den DAX bewegt haben, die Zertifikate bewegt haben. Und alles, was der Xetra-Handel ist, was auch zur deutschen Börse gehört, also alles, was in den Handelssystemen auch so hinten abgewickelt wird und gerade wenn viel Handel stattfindet, das ist immer gut für die Börsenbetreiber natürlich, damit dabei zu sein. Und der Brexit, aber auch der Handelskonflikt hat natürlich die Börsen hoch und runter gewirbelt, auch wenn die Volatilität auf lange Sicht natürlich jetzt nicht so berauschend war, dass man das gut handeln konnte, sondern einfach dieses Auf und Ab, das hat der Börse schon gut getan, in dem Sinne, dass sie dadurch Handel generieren konnten und da natürlich auch dann Profits einziehen. Wenn wir jetzt mal schauen, Wachstum aus eigener Kraft war das Thema, bleibt im Fokus. Aber die deutsche Börse will natürlich auch, dass so, das hat Theo Weimer auch nochmal gesagt, die London Stock Exchange und andere große Börsen nicht zu weit enteilen. LSI hat gerade Refinitiv übernommen. Wir sind nicht getrieben, aber wer nicht wächst, wird durchgereicht, sagte der Vorstandsvorsitzende. Nun soll es eine neue Roadmap geben, eine neue 3-Jahre-Strategie, die kommt erst im Mai. Da wird sich die deutsche Börse zu Fusionen, Übernahmen auch äußern. Aber kommen da oder sind überhaupt Fusionspartner im Moment zu sehen? Braucht man überhaupt so einen großen Deal, wie damals zum Beispiel mit der LSI geplant wäre? Oder wie kann sich die deutsche Börse auch ein bisschen unabhängiger vom Geschäft mit Aktien und Derivaten anders wie machen? Das Problem, was in dem Geschäftsfeld der Börsenbetreiber liegt, ist auf jeder großen Börse irgendwann das Problem, dass sie dadurch, dass die Margen relativ niedrig gekommen sind, es natürlich auch viel Automatisierung gibt. Es sind nicht mehr Börsenhändler auf dem Parkett, die ihre Zettel nach oben heben, sondern durch Xetra und alles, was auch an der Eurex passiert, ist natürlich viel automatisiert worden, was die Margen aber auch runterdrückt. Und da geht es dann irgendwann ums Volumen und man muss dann irgendwann größer werden und kann nicht durch viele einzelne Börsenplätze oder Börsenbetreiber hier viel abgreifen und deshalb wollten sie auch unbedingt die Fusion mit der LSI haben, um hier noch größer zu werden. Da war dann der Insiderhandel, der der EU-Kommission nicht so gefallen hat. Deshalb haben sie es abgesagt. Hongkong wollte auch noch irgendwie mitspielen mit der LSI. Also es das gibt war schon, grad erst, genau. Das war gerade erst. Also es gibt immer noch so ein paar, die auch, ja, wir übernehmen das und wir werden dann zu einer Mega-Börse, die alles irgendwie unter sich teilt. Aber man muss schon sagen, die deutsche Börse muss dadurch, dass sie eigentlich auf ihren Ranglisten der Weltbörsen auf Platz 5 sich nicht so gerne sieht. Sie möchten eigentlich so ein bisschen weiter nach oben. CME, LSE und auch Hongkong stehen noch ein bisschen weiter oben auf der Uhr. Deshalb, die werden sie wahrscheinlich nicht übernehmen, aber sie müssen sich trotzdem weiter auf Fusionen oder auch Übernahmen konzentrieren. Sie haben 2 Milliarden da ungefähr liegen, dass sie da auch für aufbringen möchten, aber einfach um vielleicht nicht gerade eine Börse zu übernehmen, aber vielleicht Datenanbieter, die ihre Technologie verbessern, die ihr Trading-System schneller machen und hier ihre Margen einfach vielleicht gleich lassen, aber ihre Kosten dadurch senken können. LSI macht es mit Refinitiv vor, dreht sich also so international betrachtet, europaweit betrachtet, global betrachtet, das Börsenfusionskarussell weiter. Es dreht sich immer weiter, ob sich die Börsen jetzt irgendwann alle selbst übersteigen und es nur eine globale Börse gibt, ist auch vielleicht irgendwann mal an der Tagesordnung. Auf Europa- und USA-Sicht, wenn man jetzt CME, ICE, LSE und Hongkong sieht, sind die vor der deutschen Börse, die wird die deutsche Börse wahrscheinlich erstmal nicht übernehmen. Andersrum ist es auch eher zu bezweifeln, dass einer die deutsche Börse übernimmt. Aber kleine Unternehmen, die natürlich irgendwie dranhängen an den Börsenbetreibern, das kann schon die Übernahmefantasie locken. Ja. International gesehen bleibt es wahrscheinlich erstmal so, wie es ist. Wenn man sich den Chart anschaut, auf Sicht eines Jahres ein Plus von 40%, gut 40%, gerade auf Allzeithoch. Ja. Wenn man aber die LSI vergleicht, die hat in einem Jahr 80% gemacht. Aber nichtsdestotrotz, rechtfertigen Zahlen und auch Ausblick diese Performance.
Zahlen und Ausblick, ja, also die Nettoerlöse, die sie gefahren haben, sind zwar auf Rekordhoch, die Nettoerlöse sind aber unter Erwartung geblieben, auch wenn es nur knapp war, aber trotzdem, das Kursfeuerwerk ist auch ausgeblieben, also sie haben Rekordgewinne gemacht, die Aktie hat so ein bisschen reagiert am Ende des Tages. Wenn man sich den Chart anguckt, ist es schon positiver gewertet, als wenn man sich jetzt die Dümpeljahre von 15, 16 und 17, wo jetzt LSI alles war, anschaut. Also die Performance ist schon nach dem Wechsel vom CEO auch gesehen. Also man sieht, dass die Börse sich da auch vorarbeitet. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt einen Nettoerlös von Anstieg von 5% in Aussicht gestellt und der Konzernüberschuss soll ungefähr bei 1,2 Milliarden Euro liegen, was ein Plus von 8% in Aussicht stellt. Das wollen sie aus eigener Kraft schaffen, also eigenen Wachstum generieren, was positiv aufgenommen wird. Aber auf die Aktienperformance kann man schon sagen, wenn man sich die Kursziele anguckt für die deutsche Börse, da ist nicht mehr Luft nach oben. Wie sind die denn, die Kursziele? Die Kursziele von der deutschen Börse liegen bei 148 Euro. Da ist die deutsche Börse schon drüber. Also eigentlich tendenziell, wenn man nach Bloomberg geht, 12 Monate Kursziel, wird sich die Aktie fast gar nicht bewegen. Okay, vielleicht werden aber auch die Kursziele noch nachgezogen. Das kann natürlich auch sein. Okay, Vivien Spangenberg, vielen Dank. Danke. Ja, die deutsche Börse wartete für 2019 mit einem Rekordnettoergebnis auf, mit steigenden Erlösen im Rahmen der Erwartungen und mit einem positiven Ausblick etwas verhaltener als die Performance 2019. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat auf Jahressicht 40% gemacht. Die Kursziele der Analysten sind allerdings damit schon erreicht.